vor über 20 Jahren gründeten Alexandro und Delia ihren Cirque Romanes. In ihren Augen der einzige Roma-Zirkus der Welt. Ende Mai starten sie ihre Tour durch verschiedene Städte Frankreichs. Mit ihrer Show zu reisen, das war früher einfacher, sagt Alexandre Romanes. Im Moment ist es schwierig für uns als Roma-Zirkus, Aufführungsorte in den Städten zu finden. Wir stecken in gewisser Weise fest. Ich denke und ich bin überzeugt und habe auch Beweise, dass es das Wort Roma ist, was uns Schwierigkeiten bereitet. Schon mehrmals wurde ihr Wintercamp in Paris zerstört. Der Zirkus wartet noch auf die Erlaubnis für dieses Jahr, seine Show in ganz Frankreich präsentieren zu können.